Also für mich war es wirklich richtig toll und auch so eine Art, also es klingt jetzt übertrieben, aber eine Art Verwirklichung von Träumen, weil im Endeffekt stehen hier ja ganz viele Geräte, die man selber schon kennt, irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Synthesizern beschäftigt. Und dementsprechend war es für mich total toll, einfach mal wirklich genau die Sachen auszuprobieren, die ich immer schon mal in der Hand haben wollte. Und ich wie quasi in einem Süßigkeitenladen hier reingehen konnte und einfach gezeigt habe, das, damit würde ich gerne mal einen Song machen. Und das war total toll, weil man kennt es ja so ein bisschen so aus. Ich meine, viele von den Synthesizern, die ich benutze, sind ja irgendwie, kann man schon sagen, Klassiker. Das, dass man denkt, was diese Maschinen können, auch wirklich dann passiert. Und dass du halt ja, eine Idee hast von irgendwas und das ist dann direkt so umsetzungsfähig. Weil im Endeffekt ist das ja wie so eine Art Verlängerung deines Arms. So, du kannst nur bis dahin gehen, aber im Endeffekt macht die Maschine eigentlich die Arbeit. Sondern dass du gar nicht so viel selber machen musst. Also so, gut, die Melodie habe ich jetzt geschrieben und den Text, aber vielmehr eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und das Eigenleben arbeitet für sich und du hörst irgendwann einfach nur zu. Und das ist total schön, finde ich. Also, ja. Also die Hauptnummer war natürlich der Bass-Sequenzer. Das ist dieses alte Roland-System, ich weiß gar nicht, System 103 heißt es. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht lügen, das ist der Vorgänger von der 101. Aber ja, also dass du quasi ein System hast, das geteilt war und du hattest dann einmal die Basslinie, die ich mit diesem Döpfer getriggert habe, die ich da einprogrammiert habe. Und dann konntest du dazu nochmal on top mit dem Top-Teil halt die Höhen dazu schalten, also quasi ein zweiter Oszillator, der dann diese Melodie gespielt hat quasi, die aber in einer anderen Tonlage läuft wie die Basslinie, was du halt verändern kannst und dadurch hast du in dem Song jetzt den leicht orientalischen Vibe oder wie du es halt irgendwie, ja, oder wie du es betiteln willst. Für mich ja das Highlight war ja diese Roland CR-8000 Drum Machine, die ja, ich meine, der Nachfolger der CR-78 war. Das ist ja so der Klassiker für New Wave, was ja eigentlich damals als Orgel-Begleit-Drum-Computer konzipiert war. Also das ist so eine Holzkiste, die auch nicht triggerfähig ist. Das heißt, die kannst du eigentlich gar nicht in Takt schalten. Die steht einfach nur für sich und dann hat damals der Organist halt einfach dazu gespielt. In den, ja, Cold Wave, New Wave, wenn du so willst, also noch vor, lange noch vor der 808 und sowas. Genau, und diese CR-8000 Drum Machine durch so ein kleines Tower durch, super, super toll, also kann man eine Menge mitmachen. Und die war quasi die Clock, genau, wir haben in dem Setup sogar keinen MIDI gehabt, das ist nur CV eigentlich. Und ja, doch, hat super funktioniert, ja. Und natürlich der Polyvox Synthesizer von Formanta, der russische oder damals der Sowjet Synthesizer, der ganz lang verhasst war, weil die Qualität eigentlich jetzt nicht so mit, ich glaube, das war mal gedacht als Moog-Klon und ist aber, kommt natürlich an die, was die Leute damals wollten von einem Synthesizer, ist ja nicht das, was sie heute wollen und das kam jetzt damals nicht an die Qualität von einem Moog-Synthesizer ran, weil die Filter alle auch nicht so klar sind, aber jetzt, also gerade auch für das, was ich gerne mag, wenn du halt diesen Overdrive in einem Cut-Off-Filter hast, das ist halt todesgeil. Und ja, also ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ja. Vom Sound her, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, oh mein Gott, es muss analog sein, es muss diese Wellenform haben und es darf nicht übersetzt werden und es darf nicht gesampelt werden und du musst es direkt auf eine Bandmaschine packen, um diesen organischen Flow zu haben. Das einzige Ding ist für mich, von der Verspieltheit und von dem Interesse her, finde ich es immer noch viel, viel schöner, meine Hände auf einem, ja, sorry für das Wort, echten Synthesizer zu haben, also ein einzelnes Instrument, was du auch erstmal kennenlernen musst und du musst mal schauen, wie das klingt, wie das funktioniert und es ist also quasi ein Synthesizer zu kaufen, ist wie wenn du ja ein neues Instrument kaufst und bei Plugins guckst du halt immer in die Röhre und du hast halt immer, was weiß ich, dein MacBook oder dein Computer oder was du halt da stehen hast und das ist halt ein bisschen repetitiv und nicht ganz so intuitiv, finde ich. Also erforschen von dem, was das Gerät kann und dann auch das Gerät machen lassen. Also das ist für mich auch so ein großer Unterschied, was mit Plugins nicht so gut geht, ist so diese Nummer, dass du einfach, ey, ich mache mal was ganz Unwissentliches an diesem Gerät und dann läuft das eigentlich fast von alleine und dann, oh, da kommt ja was richtig Schönes bei raus, was auch so ein zufälliger, also ich finde,
eh so zufällige Soundgeneration in dem Prozess des Musikschaffens total toll. Und mir persönlich gelingt das nicht oft im digitalen Bereich, sondern eher im analogen Bereich. Die Zukunft von Live-Musik per se, das ist natürlich eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Aber jetzt, um den Prozess von Live-Musik zu machen, also ich weiß noch, das, glaube ich, das Beeindruckste, was ich jemals gesehen habe, ich war mal auf Kampnagel und habe Godspeed You Black Emperor gesehen. Und die waren zu neunt auf der Bühne und hatten zwei Drummer, die gleichzeitig dasselbe gespielt haben, nur um quasi das Spektrum zu verbreitern oder einfach mehr Raum zu machen. Und die haben wirklich synchron mit einem vollen Drumsetter irgendwie gedrummt und das war brutal auf jeden Fall, aber so bombastisch. Also ich finde so eine Erfahrung wirklich von Liveband und Emotionen und Schweiß auf der Bühne und zu sehen, dass das wirklich dieses handwerkliche Ding ist, ist immer noch interessanter, als zu einem Club-Gig zu gehen. Also mich interessiert so das Schaffen der Musik langsam mehr als die Wiedergabe, sagen wir es mal so.